Ich bin auf einen total spannenden und faszinierenden Ansatz gestoßen zum Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Und dieser ist auch noch total logisch. Das Tolle ist, dass wir uns daraus einen ganz neuen, anderen Lösungsansatz ableiten können und den stellen wir dir am Ende des Videos vor. Mein Name ist Tobias von Knop und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und das Spannende an diesem Thema oder an diesem Aspekt dieses Themas ist, dass wir im Vergleich zu unseren Vorfahren viel mehr Probleme zu haben scheinen mit unseren Zähnen, mit dem Kiefergelenk oder mit Schnarchen. Könnte es sein, dass die Ursache daran liegt, dass wir unsere Lebensmittel, unsere Nahrung einfach viel weniger und viel schlechter kauen? Oder dass uns bestimmte Nährstoffe schlicht und ergreifend fehlen, weil unsere Lebensmittel nicht mehr genug davon aufweisen? Die Ideen zu diesem Thema stammen aus dem Buch Breath, Atem von James Nestor. Dieses Buch haben wir im Zuge der Recherchen für unser eigenes Buch durchgelesen. In unserem Buch geht es auch um Atmung, noch spezifischer gesagt um Atemübungen, Atemtechniken im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Gesundheit, also die Betrachtung auf den gesamten Körper. Und das Buch von James Nestor enthält tatsächlich sehr viele interessante Ideen und Theorien. Und zwar zeigen Studien indigener Völker, die sich natürlich viel gesünder ernährt haben, als unsere moderne Gesellschaft es heutzutage tut. Und man hat festgestellt, dass deren knöcherne Struktur des Gesichtsschädels wesentlich breiter war als der Gesichtsschädel heutzutage bei uns. Und auch die Weisheitszähne blieben erhalten, was ja auch anders bei uns heutzutage ist, weil der Großteil der Menschen seine Weisheitszähne bereits extrahiert bekommen hat. Der Gesichtsschädel und der Mundraum sind bei uns heutzutage wesentlich schmaler ausgeprägt und es ist tatsächlich keine Seltenheit, dass Probleme auftreten mit Verkrümmung der Nasenscheidewand und fast jedes Kind mittlerweile bekommt eine feste Zahnspange. Unsere Zähne haben einfach nicht mehr genug Platz in diesem engen Mundraum und fangen an, sich zu verschieben. Und auch unsere Atemwege werden natürlich dadurch enger und schmaler und das macht natürlich Atembeschwerden. Dies ist mitunter auch ein Grund, warum Schnarchen und Schlafapnoe tatsächlich zu einer Volkskrankheit geworden sind. Ein interessanter Aspekt ist, wenn man sich jetzt einmal die wilde Tierwelt anschaut und da mal beobachtet, haben die alle schiefe Zähne, brauchen die alle eine feste Zahnspange? Natürlich nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Tiere von Natur aus die Nahrung zu sich nehmen, die für sie vorgesehen ist und diese wird auch gut gekaut. Und der Autor des Buches, James Nestor, ist der festen Überzeugung, dass es eben an diesem mangelnden Kauen bei uns liegt, dass wir so viele Probleme bekommen. Und das ist tatsächlich auch recht logisch, denn heutzutage sind unsere Lebensmittel fast alle weich gekocht. Es ist selten, dass wir wirklich harte, rohe, feste Lebensmittel wie Gemüse im Rohzustand zu uns nehmen. Und das hat zur Folge, dass unser gesamter Kauapparat eigentlich verkümmert, denn es fehlt einfach der Stimulus für den Knochen und auch für die Kaumuskulatur. Letztendlich braucht es immer diesen Reiz, dass die Kaumuskulatur aktiviert wird. Und das auch wieder einen Reiz für den Knochen bedeutet, der sich dann auch wieder anders ausprägt in seiner Physiologie. Und dieses einfache Prinzip kennen wir aus jedem anderen Körperabschnitt. Wenn du zum Beispiel einen starken, stabilen Rücken haben möchtest, dann geht das nur darüber, dass du deine Rückenmuskulatur aktivierst, trainierst, stärkst, damit einfach der komplette Knochen, Kapsel, Bandapparat, alles was dazugehört, dass das einfach seine Stabilität und Festigkeit hat. Der andere Aspekt ist, wenn wir einmal die Nährstoffdichte unserer heutigen Lebensmittel anschauen, müssen wir leider auch feststellen, dass die indigenen Völker damals wesentlich vollwertiger gegessen haben. Uns fehlen also regelmäßig wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die für die Ausbildung und die Formung von Knochengewebe sind. Hierzu zählen zum Beispiel Vitamin D und Vitamin K2. Also, was können wir jetzt konkret tun mit dieser Lösungsidee, um unser nächtliches Schlafen oder unsere nächtlichen Atemaussetzer in den Griff zu bekommen, zu verbessern? Zum einen sollten wir natürlich unser Essen länger und intensiver kauen und vor allem auch die Lebensmittel essen, die intensiv und lange gekaut werden müssen. Wie zum Beispiel Salat und rohes Gemüse in großen Mengen. Das aktiviert deine Kau- und Gesichtsmuskeln und sorgt dann auch für eine Remodulierung deines Gesichtsschädels und für eine Eröffnung der Atemwege. Gleichzeitig haben diese Lebensmittel auch noch eine höhere Nährstoffdichte. So kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, und zwar, dass wir natürlich unsere Lebensmittelauswahl verändern sollten, und zwar nicht mehr so viele Fertigprodukte, verarbeitete Lebensmittel essen, die wenig Nährstoffe enthalten und vor allem auch meistens nicht sehr gut gekaut werden müssen.
Und dann ist es auch noch wichtig, einige fettlösliche Vitamine vermehrt in den Körper einzubringen, wie schon eben erwähnt Vitamin D und Vitamin K2, denn beide sind wichtig für den Kalziumstoffwechsel. Sie sorgen dafür, dass das Kalzium aus deiner Nahrung, aus deinen Lebensmitteln in die Zellen eingeschleust wird, wo es benötigt wird, und zwar vor allem im Knochengewebe. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, nicht alles immer fettarm zu kaufen, sondern bewusst auch einige Produkte mit normalem Fettgehalt zu sich zu nehmen. Und zu guter Letzt solltest du natürlich auch nochmal gezielt Spurenelemente zu dir nehmen, weil diese meistens in unseren Lebensmitteln einfach viel zu wenig vorhanden sind. So, ich hoffe, dieses Thema oder dieser andere Blickwinkel auf das Thema Schnarchen, Schlafapnoe, aber alles auch, was mit dem Kiefergelenk zu tun hat oder mit dem Knochen im menschlichen Körper, war interessant für dich. Falls du mehr über das Thema Vitamin D erfahren möchtest, dann kannst du einfach mal hier klicken. Da haben wir schon viele Videos zu abgedreht. Genauso wie zum Thema Kiefergelenk in Verbindung zum Beispiel mit Ohrgeräuschen und Tinnitus. Auch da kannst du einfach mal auf das Video klicken. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.